So, meine Freunde, Fabian Magic hier. Ich bin hier heute in Schüli in Heilbronn und ich habe hier einen Spezialgast dabei. Es ist hier der Mr. Yassi. Vielleicht kennt ihr ihn auch schon. Er ist ein richtig krasser Hypnotiseur, hat mich auch schon selber hypnotisiert. Sein Kanal ist auf jeden Fall auch unten in der Beschreibung verlinkt. Und heute verzauber ich ein bisschen. Bist du bereit? Ich habe ein paar neue Tricks dabei. Ich bin gespannt. Bist du gespannt? Okay, sehr gut. Yassi, mach mal beide Hände gerade nach vorne. Und du siehst, wir haben hier 1, 2, 3, 4 Karten. Okay? Und ein bisschen mehr in meine Richtung, genau hier. Ich habe hier einen Joker. Okay. Der Joker kommt hier in deine linke Hand. Okay? Ja. Jetzt habe ich hier noch einen zweiten Joker. Ganz wichtig ist, der zweite Joker, der kommt jetzt hier in deine rechte Hand. Okay? Ich versuche jetzt meine Joker mit deinem Joker zu tauschen. Okay? Ich mache das jetzt ganz schnell. 1, 2 und 3. Hast du es gespürt? Nein. Okay, glaubst du, ich habe den Joker getauscht, ja oder nein? Eigentlich nein. Okay, aber guck mal, selbst wenn ich getauscht hätte, könntest du es ja gar nicht wissen, weil ja alles Joker sind. Deswegen, dreh mal beide Karten gleichzeitig um. Deswegen habe ich es mir leichter gemacht. Ich habe einfach alle Karten gleichzeitig. Okay. Warum soll ich dir die Birne an deinen Kopf schmeißen oder was? Okay, pass auf, das war ja Aufwärmrunde. Ich habe hier noch einen Kartentrick für dich dabei, Yassi. Krass. Pass auf. Ich habe hier ein Kartenspiel und du darfst aus diesem Kartenspiel mal eine Karte ziehen. Irgendeine, welche du willst, aus der Mitte. Und auf die Karte irgendwas drauf machen. Was du willst auf die Vorderseite, dass die Karte komplett einzigartig ist. Okay. Okay. Ich darf die Karte auch sehen, spielt hierbei gar keine Rolle. Die darf jeder sehen. Hier. Das hier ist die Kreuz 9. Okay, die Kreuz 9, die legen wir hier auf die Seite. Und wie gesagt, die muss klar sein, du hättest jede Karte hier im Kartenspiel ziehen können. Ja. Das ist die freie Wahl, welche Karte. Kannst du mal kurz die Karten? Ganz normal. Genau. Alle Karten normal, du hättest jede Karte ziehen können. Und wir machen das jetzt so. Ich habe hier noch so ein Locher dabei. Den Locher nehme ich jetzt, um in deine Karte jetzt hier ein Loch reinzumachen. Okay, das kommt hier. Ein Loch rein. Siehst du, durch dieses Loch hier kann man auch durchsehen. Okay? Ja. Jetzt schau mal, ich nehme jetzt das Loch von hier oben. Das Loch wandert jetzt ganz langsam hier runter. Und da scheint hier auch wieder. Okay, guck mal, es ging etwas schnell. Wir machen es nochmal. Das Loch ist hier. Siehst du das Loch? Ja. 1, 2 und 3, spring rüber. Das Beste ist, das Loch ist jetzt hier auf deiner Karte. Ich habe hier noch eine andere Karte. Okay? Jetzt nehme ich diese Karte hier. Du siehst, das Loch ist hier. 1, 2 und 3. Das Loch springt drüber auf eine komplett andere Karte. Ey, weißt du, machst mich kaputt, Mann. Und hier, deine Karte ist komplett unversehrt und die Karte schenkt dir für dich. Hä? Hä? Yassin. Ja. Hast noch ein bisschen Kapazität hier? Du hast doch meinen Kopf kaputt gemacht. Okay, pass auf, ich habe hier noch was dabei. Und zwar, ich habe mir heute neue Kopfhörer gekauft. Und die Kopfhörer, die legen wir jetzt hier einfach mal hier auf die Seite. Ja. Und du darfst jetzt aus dem Kartenspiel hier noch einmal eine Karte ziehen. Du hast wirklich die freie Wahl, welche Karte du ziehst. Okay? Pass auf, tipp mal eine Karte an, welche du willst. Die Karte gut merken. Und du hättest jede andere Karte im Spiel auch ziehen können. Okay? Ja. Zeig mal deine Karte in die Kamera. Mal in die Kamera zeigen. Mal weg. Ich guck mal weg, ne? So, Yassi. Ich kann deine Karte nicht wissen, wie du hättest jede Karte ziehen können. Jetzt habe ich hier diese Kopfhörer dabei. Schaut mal, die Kopfhörer sind hier ganz neu noch verpackt. Ich nehme jetzt die Kopfhörer hier mal aus der Verpackung raus. So, Yassi, du darfst jetzt die Kopfhörer selber anziehen. Jetzt einfach mal selber hier die Kopfhörer bei dir reinmachen. Okay? Jetzt pass mal auf, Yassi. Ja. Konzentrier dich mal auf deine Karte. Okay. Stell dir vor, dass die Karte, also die ganze Zeit in dein Ohr gesagt wird, durch die Kopfhörer, okay? Und ganz langsam überträgt sich das hier, schau mal hin. Denk an deine Karte. Okay. Schau mal. Das Ganze formt sich hier um. Nein! 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 Doch! Hä? Hier ist deine Karte, jetzt zeigst du in die Kamera deine Karte, die du gezogen hast. Sehr schön, sehr schön. Hat funktioniert. Hä? Sehr gut. Nein! Es geht doch nicht. Also du hattest die freie Wahl, welche Karte du ziehst. Hä? So. Also Yassin, dann würde ich sagen, danke für dein Vertrauen.
Welches fandet ihr am besten? Genau, Freunde, kommentiert mal in die Kommentare, welchen dieser Tricks, also welcher dieser Tricks euch am besten gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir drehen jetzt gleich noch ein Street Magic und das kommt dann auch die Tage online. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Magie hautnah.